In München beginnt heute Abend eine hochkarätig besetzte Syrien-Konferenz. Russland will sich dabei für eine Waffenruhe einsetzen. Derzeit ist von einem Gewaltverzicht in Syrien allerdings nichts zu merken. Rund um die Stadt Aleppo toben seit Tagen erbitterte Kämpfe. Und laut einem unbestätigten Bericht des Syrischen Zentrums für Politikforschung haben die 5 Jahre Krieg bereits 500.000 Menschen das Leben gekostet. Im Niemandsland an der Grenze zwischen Syrien und der Türkei, das Lager Atama, für Zehntausende Kriegsflüchtlinge gibt es hier kein Vor und kein Zurück. Er erzählt von heftigen Bombardements des Regimes und der Russen. Das Resultat sei eine große Flüchtlingswelle. Die Türkei steht in der Kritik, weil sie die Grenze dicht macht. Das will der Präsident nicht auf sich sitzen lassen. Die Flüchtlinge könnten ja in die Länder zurückgeschickt werden, aus denen es jetzt gute Ratschläge gibt, so ein erzürnter Erdogan. Es könne sein, dass die Türkei das Tor aufmacht und den Flüchtlingen gute Reise wünscht. Eine klare Drohung Richtung EU. Es könnten noch mehr Menschen nach Europa kommen, wenn die Türkei es will. Flüchtlingskrise, Massensterben in Syrien, eine diplomatische Einigung wäre dringend nötig. Russland sei zu einer Waffenruhe bereit, sagt Außenminister Lavrov in München. Hoffnung also wieder einmal. Aber bis jetzt folgte auf Hoffnung im Verhandlungssaal meist schnell die Ernüchterung auf dem Schlachtfeld.